weiter geht's bei Flames of Vengeance. Ja. Also, ich hatte ja eine Vermutung, wo dieser Baldini sich aufhält. Nämlich im oberen Raum des Phoenixhofs. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ich hoffe, dass es sich jetzt da aufhält. Also, gehen wir einfach mal hoch. Hoppla. Ist da rein. Okay. Boah. Das sieht nicht gerade schön aus hier. Leichen. Tote, überall Tote. In der Kiste ist Zeug drin. Ja. Das hier hat zwar jetzt nichts mit Baldini zu tun, aber dafür mit dem Geist. Mit dem Dämon, der Kelton besessen hat. Ich will jetzt nur gucken, ob die Leichen hier noch irgendwas haben. Schön. Die Betten, die Leiche hat auch nichts. Boah! An alle Leichen haben nichts, aber ausgerechnet die, bei der ich dann denke, dass es nichts hat. Ja, egal. Speichern wir noch kurz. Da habe ich gerade gespeichert, ja. Okay. Müssen wir jetzt nämlich die Kerzen entzünden und den Dämon beschwören. Welt, du gieriger Bastard! Habe ich nicht schon genug arme Schlucker für dich verflucht? Den letzten habe ich immer noch nicht ganz verdaut. Lang lebe Abraxas, der durch Blut Stärke verleiht. Ich frage mich, wie es bei einem kümmerlichen Menschen wie diesem hier wirken würde. Okay. Spielt nicht zufällig eine Rolle in Albträumen eines Mannes, der im Keller der Heiler an dem herumgeknabberten wird oder durch versuchen mich zu verfluchen. Sag bloß, du bist wegen diesem unwichtigen Wicht hier. Sein Leid ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was alle Rot noch bevorsteht. Es ist schändlich, dass du nicht voller Furcht erzitterst, kümmerliche Kreatur. Denn ich stehe in der Gunst von Abraxas, dem giftgrünen Schrecken. Sein dämonisches Blut fließt in meinen Adern. Ich habe die Macht zu verfluchen und zu verschlingen. Und verschlingen werde ich jetzt dich. Mann, ist der stark. Fuck, ist der stark. Fuck, ist der stark. Ich hoffe. Nein, ich bete. Okay, das könnte jetzt Probleme geben. Nein, fuck, oh mein Gott, ist der mächtig. Der ist ja übermächtig, der ist ja voll übermächtig. Mal gucken, wie es aussieht. Nicht übel, nicht übel, nicht übel. Rübergehen gefällt er mir. Erstmal Tränke. Ich brauche einen Trank, der meine Intelligenz erhöht.
Dann brauche ich noch einen Trank, der meinen Mana. Ich gleich noch einen hinterher. Gleich noch mal einen fetten Mana-Trank hinterher. Ach, geschafft. Der Kerl ist tot. Wir haben es geschafft. Gerade noch so. Das ist zu schwer. Aber das hier ist es nicht. Okay, am besten ich wird was los, irgendwas. Kann ich hier nichts mehr veredeln. Zaubern kann ich noch. Aber veredeln scheint nicht mehr drin zu sein. Okay. Dann schicke ich eben mal was in den Drachenturm. Bisschen den hier. Und den hier gleich hinterher. Lecker. Und einen Schluck Wasser hinterher. So, da fühlt man sich doch gleich besser. So, dann müssten wir eigentlich zu diesem Kälte ins Haus der Heiler zurückgehen können. Oh, dann frage ich den Rick vielleicht mal noch, falls er mit mir reden will. Raus aus meinem Laden, diebische Elf. Was nicht heißt? Ja, okay, geht nicht. Tja, dann haben wir wieder eine Quest abgeschlossen. Schon wieder. Aber ganz, doch nicht ganz so meine Schätzung mit den 10 Videos, die ich vor ein paar Tagen gemacht habe, vor ein paar Mal. Ich kann nicht glauben, dass... Naja. Hier drüben. Ich brauche euch, gütiger Herr. Sag mal, wenn du 10 Goldstücke hättest, was würdest du... Ich dachte nur, dass ich ganz so unklug wäre. Nein, ich muss in den Keller. Das ist auf der anderen Seite, verdammt. Mein Untoter steht mir schon wieder im Weg. Ich werde die beiden mal wieder entlassen. Weil ich sie gerade eh nicht brauche. Darf nicht einschlafen. Der Dämon, der verflucht wurde, heißt Ezias. Ich habe ihn getötet und sein Blut drängt. Könnt ihr euch möglicherweise geheilt werden? Seid ihr sicher? Das sieht fürchterlich aus. Auch wenn ich ja nichts zu verlieren habe. Es hat funktioniert. Schaut mich nur an. Wunderbares Fleisch, wunderbare Haut. Ich lebe. Haha. Danke, Drachenritter. Vielen Dank. Aber er ist nackt. Geil. So, dann habe ich schon wieder eine Quest abgeschlossen. Da ist was faul. Erfolgreich abgeschlossen, bietet Welt eure Belohnung. Nur das und das. Ich habe immer noch verdammt viel Erfahrungsschuld. Jetzt auch nicht mehr viel übrig, außer noch diese Wohnung von den beiden Tom zu suchen. Aber wo lebt Tom? In der oberen Stadt heißt es immer, aber wo ist die obere Stadt, verdammt? Wollt ihr nicht von diesem famosen Thunfisch probieren, während ihr euch umschaut, werte Champions? Wehe, wenn ihr euch von diesem Fisch reibt und ihren vergammelten Fraß vergiften lasst.
Gönnt euch lieber ein Stück perfekt gebratenes Wildschwein. Naja, wärmen uns mal ein bisschen auf. Ach, tut das gut. So schön warm. Und ja, wir verbrennen gerade, aber meine Regeneration ist so hoch. Da kann man jetzt vorher auch nichts mehr machen. Okay, im Haus in der oberen Stadt. Doch Haus, oder? Ich sollte sie in der oberen Stadt besuchen. Aldo? Unmöglich, unglaublich. Rosmarie. Tja, Agnes, Tiffany. Oh, diese Halskette. Oh Mann, was für eine Anspielung, Tiffany. Glaube ich, gibt jedenfalls, dass so ein Juwelier so heißt. Oh, schaut euch nur diesen funkelnden Rubin an. Warum bin ich nur so arm? Das werde ich, keine Sorge. Kann ich euch helfen? Sehr gut. Oh mein Gott, verkauft ihr Zeug. Hier, da drüben, ihr seht aus, als ob ihr eine gute Veredelung gebrauchen könntet. Danke sehr. Dieses Roteisenerz, direkt aus den Minen des Trümmertals. Aha. Die letzte Lieferung. Ihr habt gehört, was dort vorgefallen ist? Ich war mir in das Tal mit Dämonen und giftigen Gasen überzogen. Jede einzelne Seele ausgelöscht. Okay, das ist nicht gut. Das wissen wir aber, weil wir nämlich dort waren. Uschi, Elsa, die Mädels vom Schwarzen Eber. Es bricht mir das Herz, wenn ich darüber nachdenke. Ändert sie wieder, Drachenritter. Hier drüben, Drachenritter. Okay. Herze, Edelsteine, ihr werdet das nicht. Toms Haus. Naja. Ich mache jetzt hier einen kurzen Schnitt und suche mal offscreen nach dem Haus. Wenn ich etwas gefunden habe, was heißt Toms Haus oder sowas in der Form, werde ich mich melden und mach weiter. Ansonsten, ja. Wir sehen uns. Bis dann.